Hallo, willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 20. Schaut mal, wer da unter mir läuft. Und schaut mal, wo ich stehe. Es ist morgens. Ich habe die Nacht genutzt und habe die Plattform ein wenig verändert. Und hey, Rainer, danke für den Tipp. Mit den Gittern habe ich umgesetzt, wie du siehst. Oder ich bin dabei. Ich bin noch nicht ganz fertig. Habe es jetzt nicht ganz geschafft die Nacht über. Hallöchen. Kommst du denn her? So, das einmal erledigt und ja, ich habe auch ein bisschen angezeichnet hier. Außerdem habe ich einfach mal die Gegend hier abgesucht nach Rohstoffen. Ja, das kann man auch auf der Karte machen. Hier sind überall die lustigen Punkte. Hier habe ich noch Kohle vergessen. Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass man das auf der Karte auch sieht. Ich bin also rumgelaufen und irgendwann fiel es mir auf, so, ach ja, Mensch, na klar, hier Eisen, Kohle, Nitrat, Weiß. Wunderbar. Aber das hat mir geholfen, denn ich habe so ein bisschen Sachen eingesammelt, die da so rumlagen in den ganzen Müllhaufen, die mir über den Weg gelaufen sind. Auch ganz cool. Also hat sich trotzdem gelohnt, da einmal durchzugehen. So, jetzt will ich das hier mal eben zu Ende bringen als Vorbereitung auf die Nacht. Ich denke mal, das dürfte möglicherweise noch reichen. Blöd wäre, wenn Cobb kommt, der mich anspucken möchte. Dann, muss ich ausweichen, weil jetzt ich ja jetzt überall hier Gitterstäbe habe. Das ist aber auch in Ordnung. Ich möchte die Fläche hier aus Holz belassen, da ich hier eigentlich was anderes vorhabe zukünftig. Das hier ist ja nur der Rohbau. Hier kommt noch was anderes hin. Wird euch gefallen, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Oh, kaputt. Reparieren. So. Und was möchte ich noch machen? Ich brauche Nitrat. Ich brauche ganz dringend Nitrat, damit ich Beete bauen kann. Und mal so ein bisschen das Essensproblem in den Griff bekomme mit meinem eigenen Gemüse, mit dem ich dann hoffentlich leckere Gerichte zubereiten kann. Na, jetzt klappt das auch mit dem Kollegen hier, wa? Kommt er auch hoch? Schon mal einen Pfeil einlegen. Durchziehen. Kleiner Begrüßungspfeil. Noch einer. Oh. Daneben. Oh, daneben. Der hat getroffen. Halt, meine Pfeile. Oh. Naja. Kann passieren. Ach, jetzt habe ich aber hier. Moment, Moment, Moment. Einmal die Stellung kopieren, bitte. Packen wir die da schon mal rein. Dass ich da nicht auch gleich durchfalle. So, machen wir das mal eben fertig hier. Tacki, tack, tack, tack. So, das da soll da hin. Und dann. Kannst du das einmal aufwerten, aber bitte bei Holz belassen. Weil später werde ich das wahrscheinlich wieder rausnehmen müssen. Müssen wir mal schauen. So. Jetzt habe ich auch freie Schussbahn. Nice. Coole Nummer. So, was habe ich noch für einen Tipp bekommen? Feuer. Feuer um die Säulen. Das wollte ich mal ausprobieren. Was war die Kopie? Das hier. So. Wunderbar. Einmal runter. Und liegt hier noch ein Pfeil rum, der runtergefallen ist? Ne, der ist jetzt natürlich weg, ne? Jo. Ein bisschen uneben hier. Ach, hier ist doch schon Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wie viel mache ich denn da? Das sind ja quasi. 1, 2, 3, 6, 8. 8, die ich brauche, um hier einmal drumherum Lagerfeuer zu basteln. Muss ich das ja eigentlich schon alles begradigen hier, ne? Ja. Da könnte schon eins rein. Musste meine Schaufel. Gucken, wie lange das dauern würde. So ein bisschen braucht es schon.
Das Lagerfeuer muss dann ja eigentlich auch ein tiefer sein, ne? Vielleicht mal hier an einer Säule testen erstmal. Ich weiß gar nicht, wie tief es dann sein muss. Also so wie ich es verstanden habe, setze ich das Lagerfeuer und dann darüber halt Gitterstäbe. Das heißt, ich muss hier noch ein tiefer gehen. Hatte ich noch einen Kaffee? Ich hatte doch extra... Jo. Wir müssen auch mal wieder nach Skillpunkten gucken. Ich glaube, da hat sich nämlich auch was getan. So. Ja, ein tiefer muss ich dann noch. Denke ich. Nicht ganz sicher. Und eigentlich muss ich da auch noch einen Ring drumrum machen, ne? Und guck mal, hier muss ich auch noch... Ah, ich dachte schon, hier wäre schon Stein. So, bauen den da mal eben hin. Einmal aufwerten, bitte. So. Das da. Wobei, den Ring muss ich nicht machen. Die Gitterstäbe halten ja hier an der Säule. Das müsste gehen. Kurz antesten. So, gib mir mal die in die Formen. Stab? Nee, Stäbe. Ja, genau die. Und von der Form her. Genau so, ja. Nee, das muss... Muss ich dann umdrehen auf der Höhe. Und darunter das Lagerfeuer, denke ich mal. Lagerfeuer. 81 Stück könnte ich bauen. Okay, das brauche ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dann ist das richtig so. Mal gucken. Einfach mal was anderes ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht in der Form. Reicht das? Müsste reichen, ne? Hier. Okay. Hilfe. Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Ich bin hier für immer gefangen. Ah ja, guck mal. Hatte ich auch gerade noch Platz für. So, dann muss das da rein, aber muss das nicht höher? Naja, mal gucken. Da eins hin. Da eins hin. So. Also wenn ich das falsch mache... Naja, wird sich zeigen, ne? Wir werden es merken. R. Fortgeschrittenes Drehen. Genau so. Muss ich mir noch eine Klappe reinmachen eigentlich, damit ich da auch nachlegen kann? Oder könnte ich hier jetzt... Moment, so hebe ich noch die Holzrahmenform auf. Das möchte ich nicht. So. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr an das Feuer. Okay, das muss ich natürlich bedenken. Hätte ich in der Mitte eigentlich Klappen machen müssen, ne? Naja. Jetzt ist so, wie es ist. Na? Ah, nee, 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 nee. Nicht noch weiter aufwerten. Das wollen wir nicht. So. So würde ich rankommen. So fallen sie da auch rein. So stehen sie drauf. Ich könnte das jetzt mit mir selber testen, aber ist auch doof. Wie ist das denn mit so einer Hatch? Holzklappe. 1, 2, 3, 4. Sind ja nicht teuer. Mal eben austesten.
Probieren geht über Studieren. Klappe nach da ist gar nicht doof. Das ist ganz gut. So, und hier in die andere Richtung, bitte. Musst auch setzen, sonst wird es nichts. So, Klappe auf. Dann komme ich ran. Tja, wie viel Holz macht man da jetzt rein? 24, 25. Machen wir mal 30, ja? Mich auch da hinten ran, an das andere, oder? Ja. Keine Ahnung, ob das reicht. Schon mal bestücken. 21. 30. Da, 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 da. 26, 27, 28, 29, 29, 30. Oh. Es ist wie früher bei diesen Summer Games und Winter Games, wo man immer auf dem Controller oder auf dem Joystick rumdrücken musste wie so ein Wahnsinniger. Habe ich schon drin. Da brauche ich noch. Muss ich glatt wieder Holz holen. Und da auch noch mal 30. So, das Testgebiet haben wir vorbereitet. Habe ich auch Beton mitgenommen eigentlich? Nee, ne? Ja, cool. Den Beton habe ich liegen lassen. Schade. Dem wollte ich hier unten zumindest noch die Teile machen. So, da hinten ist Nitrat. Irgendwo. Ich glaube so da. Weil in die Richtung ist kein X, also muss es da irgendwo sein. War ich hier schon? Hier, den habe ich noch nicht erwischt. Okay. Guck mal, hier ist noch mehr zerlegen. Und das ist sogar Klebeband bei. Also da gibt es das heiße Zeugs hier. Den hatte ich schon, den dann auch, oder? Ja, okay. Ja, ein paar habe ich halt übersehen. Da hinten sehe ich das Nitrat. Nehmen wir uns da jetzt mal was von mit. Und eigentlich kann ich das Fahrrad schon mal hier hinstellen. Und ein bisschen beladen. Wobei beladen brauche ich gar nicht. Mit dem Bike nicht wegrollen. Hier geblieben. Mit dem Bike habe ich dann ja schon nicht mehr das Problem des Überladenseins. So, guck mal, wie der Skillbalken da unten mitgeht. Will nutzen. Sieht aus, als gäbe es dort unten mehr Erz. Eigentlich habe ich ja den Skill mit einer Bergarbeiter Spitzhacke oder der Steinaxt bekomme ich mehr. Vielleicht sollte ich die benutzen. Außerdem geht die auch nicht so auf die Ausdauer, ne? Und dafür dauert es halt entsprechend länger. Tja. Muss hier jetzt ja auch nicht Unmengen mitnehmen. Eine bessere Spitzhacke, das wäre schon was. Huch.
so eine Mini-Mine hier anlegen. Wie viel haben wir denn jetzt? 272. Keine Ahnung, ob das schon viel ist. Den nehmen wir noch mit. So, dann... Wo sind meine... Da. R. Ape. So, nimm das doch mal raus. Mach mal so einen ganz normalen Block. Nur, dass ich es auf Anhieb wiederfinde. So, 327. Das nehmen wir erstmal mit und dann fahren wir mal rüber. Und gucken mal, wie viele Beete ich damit machen kann. Oh, das ist so genial jetzt hier mit dem Bike. Das ist schon der Hammer. Ich meine, Motorrad wäre natürlich noch cooler, überhaupt keine Frage. Aber allein das Fahrrad ist schon so ein Unterschied. Ah ja, hier backt immer der Wald weg. Das ist auch witzig. Also er ist trotzdem noch da. Hüpf. So, ich habe Lehm. Ich brauche aber mehr von dem Fleisch. Lehm, Fleisch und Nitrat habe ich in der Tasche. Wollen wir mal gucken, wie viele Beete damit jetzt gehen. Beet. Ja, schon mal 10. Das ist doch schon mal besser. Eins haben wir da schon drin. Was fehlt uns jetzt? Nitrat haben wir jetzt genug. Das auch. Was fehlt denn? Holz nicht. Müsste ich nicht noch mehr machen können? Lehm ist noch... Ach so, ich brauche 50 Lehm pro. Alles klar. Ich muss mehr buddeln. Ich muss noch viel mehr buddeln. Na, dann kommt das da jetzt mal rein. Ja, komm, das Gras wollte ich gar nicht haben, aber jetzt ist es da. Den behalte ich nochmal hier am Mann. Kurz kleines bisschen wieder durchsortieren. Da ist alles etwas durcheinander gegangen. Den könnte ich gleich mal einbauen. Ah ja, hier, ich habe Vogelnester gefunden. Geile Nummer. Und ein tolles Knochenmesser. So, Bauteile. Na gut, die hätten da oben noch reingehört. Das gehört zum Essen. Die kann ich hier gleich umbauen in lecker Essen. So, pack mal für 10 Minuten rein. Wir möchten gern Speck mit Eiern haben. 9 Stück, nice. Nice, das hält doch erstmal wieder ein kleines bisschen. Da ist mein Wasser, das kann ich mal wieder aufstocken. Habe ich noch Kaffee? Ja. Hole ich mir noch weiteres Nitrat? Ich weiß es nicht. Oh ne, die muss ich mitnehmen. Ach ne, ich habe ja 5 hier. Alles klar. Gut, 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 gut. Händlerkiste. Hier. Könnte ich eigentlich auch mal eine Tour hinmachen, ne? Bisschen wegbringen. So, wo packe ich dich rein? Wenn die Gesundheit unter 50% sinkt, kann ich dich in den Bogen packen? Oder packe ich dich hier rein? Verändern. Da ist schon eine Mod drin. Hier nicht. Geht aber auch nicht. Okay. Schade. Ja, aber die andere Mod ist, glaube ich, besser, ne? Modifikation, Abnutzung. Wir haben 25% weniger. Ja, dann lasse ich den doch drin. Das macht vielleicht mehr Sinn. Kommt die Mod hier erstmal mit rein.
Jutti. Die können wir umbauen in Pfeile. Steinpfeil. 136 Stück. Dann mach mal. Werde ich brauchen. Die Beete sind fertig. Sehr, sehr cool. Dann werde ich einfach erstmal hier hinten Beete anbauen. Oder hier. Wo ist denn mein Stein? Da ist mein Stein. Dann ziehe ich mir hier eine Reihe. Ich weiß nicht, ob ich die dann wieder aufheben kann oder ob ich die neu herstellen muss. Das Neuherstellen ist aber auch nicht unbedingt so das Problem, ne? Denke ich mal. Wenn ich jedenfalls mal umziehe. Ich komme jetzt erstmal hier hin. Machen wir mal hier so eine Reihe. Eins, zwei. Den Stuhl lassen wir da so. Ach ja, cool. Einmal verrutscht. Super. So, ich habe 11 Beete. Was kann ich anpflanzen? Kartoffeln auf jeden Fall 6 Stück. Ja gut, die hätte ich die ganze Zeit schon anpflanzen können, die Pilzsporen. Kürbis macht 8. Dann sind 8 belegt. Machen wir 9. Und die... Hatte ich nicht auch Mais? Maismehl. Nimm die mal. Kann ich daraus schon Saat machen aus dem Mais? Rezepte. Maissamen. Ja, geht doch. Gut. Dann machen wir 3 Kartoffeln. Ja, brich die mal kurz ab. Das ist jetzt nebensächlich, dass die gebastelt werden. Dreimal Kartoffel, dreimal Mais, zweimal Kürbis. Macht 6, 8, 9 und 2 davon. Für den Anfang. Eins. 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei. Das hier ist der einzelne. Und noch zweimal Blaubeerchen. Nice. Haben wir zumindest mal ein bisschen was hier in Gang gebracht. So, der Rest kommt da erstmal wieder rein. Und jetzt kannst du hier auch weiter die Steinpfeile bauen. Das wieder auf seinen Platz. 13.46 Uhr. Da ist ja noch richtig Zeit. Tag 13. Ich überlege mir mal, wie wir weitermachen. Würde ich sagen. Und dann hole ich euch in der nächsten Folge wieder mit dazu. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, einen Kommentar und auch ein Follow. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.